schönen guten Tag. Vielen Dank, dass Sie unserer Einladung zum Open House Livestream heute aus dem schönen Monschau gefolgt sind. Wie Sie sehen, es ist viel los. Monschau ist immer eine Reise wert, ob Tagestouristin oder Touristin, die von hier aus die Eifel erkunden. Jetzt gerade in der Pandemiezeit ist Deutschland ja hoch im Kurs. Sehen Sie, die Stadt ist voll. Und das nicht nur zum Sommer, sondern egal zu welcher Jahreszeit. Passend zu diesem Thema möchte ich Ihnen heute eine Immobilie vorstellen, die als Gästehaus oder zum Teil als Anlage, Vermietung von Wohnen und Gästezimmer sehr geeignet ist. So, wir schwenken jetzt auf das Haus. Wir müssen ein bisschen aufpassen mit den Touristen, damit wir keinen umrennen. Es handelt sich um diese Immobilie, bestehend aus zwei Gästezimmer, einer vermieteten Einheit und einer weiteren Ferienwohnung oder zur langfristigen Vermietung. Folgen Sie mir einfach, wir gehen mal rein. Hier unten befinden sich die zwei Gästezimmer, einmal für zwei Personen mit ca. 21 Quadratmeter und auf der anderen Seite, die wir heute besichtigen können, weil die Urlauber uns noch eine halbe Stunde Zeit gegeben haben, bevor sie einchecken, dass wir ihnen kurz dieses Zimmer zeigen können. Auf der anderen Seite, das ist vermietet und die sind auf einer Tagestour, deswegen können wir dort nicht rein. Das ist jetzt das 4-Personen-Gästezimmer, ausgestattet mit einem Doppelbett und einem Hochstockbett sowie einem eigenen Badezimmer. Wie Sie schon sehen, eine sehr gepflegte Immobilie, die wurde Ende 90er Jahre, Anfang 2000 saniert nach Denkmalschutzrichtlinien, wie Sie sich denken können oder die Leute, die die Stadt Monschau kennen. Steht diese Immobilie unter Denkmalschutz, weil wir uns mitten im Stadtkern befinden. Und da gab es natürlich spezielle Auflagen, die nicht kostengünstig waren, um diese Immobilie in diesem Glanz erstrahlen zu lassen. Wie gesagt, auf der anderen Seite ist das Zwei-Zimmer-Gästezimmer, bestehend wie aus einem Doppelbett und auch einem eigenen Badezimmer. Hier geht es weiter. Die jetzige Eigentümerin bereitet sich hier auf ihre Gäste vor, wie man sieht. Hier ist die Waschküche, hier liegt die Wäsche. Natürlich kann dieser Raum auch noch ein ganz anderes Potenzial erfüllen. Man könnte es noch mal weiter ausbauen, vielleicht zu einem dritten Gästezimmer. Was auch sehr schön gelöst ist, wie man das ja kennt, wenn man Urlaub macht, gerade in der jetzigen Zeit ist Fahrradfahren sehr in, gibt es hier angrenzend an diesem Raum einen Fahrradkeller. Den können Sie barrierefrei durch einen Seiteneingang direkt mit Ihrem Fahrrad betreten und kommen dann trockenen Fußes, falls das Wetter mal ein bisschen schlechter ist, hier in die Immobilie rein. Das ganze Haus ist auch unterkellert. Das würden wir Ihnen sehr gerne zeigen. Leider ist es das nicht möglich, weil wir unten kein Internet haben. Das heißt, ich würde Ihnen was erzählen, aber Sie würden es gar nicht sehen. Deswegen, wenn Sie Interesse haben und wir natürlich die Immobilie mal live vor Ort besichtigen, zeige ich Ihnen gerne den Keller. In dem Keller befindet sich nach vorne raus zur Ruhe eine Sauna von der Mieterin aus dem ersten OG sowie die Heizungsanlage. Und hier unter dem Gästezimmer hat man noch zwei große Räume zur Abstellfläche. So, jetzt gehen wir mal hoch. Die Mieterin hat uns erlaubt, auch ihre Fläche zu besichtigen. Diese Etage hat 58 Quadratmeter und ein ganz besonderes Highlight. Deswegen fangen wir auch in dem sanierten Bad an. Auch ausgestattet mit einer schönen Dusche. Alles, wie gesagt, sehr gepflegt, sehr hochwertig. Und hinter mir sehen Sie eigentlich das Highlight. An dieser Wohnung befindet sich eine wunderschöne Dachterrasse. Privatsphäre zu zeigen, gehen wir einmal kurz durch. Wie gesagt, sie umfasst 58 Quadratmeter, Wohnzimmer, eine wunderschöne Küche sowie natürlich passend
ein Schlafzimmer schön gelegen zur Ruhrseite. Damit wir Sie nicht weiter stören, zeige ich Ihnen jetzt weiter die freie Einheit und bedanke mich ganz herzlich. So, jetzt gehen wir in die obere Einheit. Die umfasst 90 Quadratmeter, ist oder war von den Eigentümern selbst bewohnt. Danach wurde sie längerfristig vermietet und steht jetzt im Netz auch als Ferienwohnung. Durch die Größe von 90 Quadratmetern natürlich geeignet für größere Familien oder Gruppen, die auch gerne anreisen mit dem Fahrrad oder mit dem Motorrad. Die können sich natürlich hier sehr wohlfühlen. Auch hier fangen wir unten an mit dem neu gestalteten Badezimmer. Hier allerdings mit einer Badewanne ausgestattet, die als Dusche natürlich nutzbar ist. Das zeige ich Ihnen gerne. Weiter auf dieser Etage befindet sich die Küche sowie das Wohnzimmer oder Gemeinschaftsraum, wenn man als Gruppe kommt, wo man zusammen wunderbar herrlich kochen kann. Die Küche gehört zur Ausstattung des Hauses. Weiter der Wohnraum. Wie Sie hören, das Fenster ist geöffnet. Man hört den Trubel und die Touristen aus der Fußgängerzone. Also man ist nicht nur in Monschau, man ist auch live dabei. Hier ist dann das erste Schlafzimmer von insgesamt zwei, die ausgestattet sind. Aber oben gibt es noch weiteres Potenzial für zwei weitere. Die zeige ich Ihnen jetzt, wenn wir weiter hochgehen. Monschau ist ja bekannt für seine alten Häuser, wie man auch im Treppenhaus sieht. Und das macht ja den Charme aus. Auch gerade zu Weihnachten, wenn der romantische Weihnachtsmarkt hier zwischen den alten Häusern ist, ist die Stadt ja voller Touristen, ob aus Deutschland, Belgien, Niederlande, England. Man findet jede Nationalität hier und die müssen natürlich auch eine Unterkunft haben. Hier haben wir den Raum, der noch nicht als Schlafraum ausgestattet ist, aber früher das ein Kinderzimmer beherbergte. Oben war die Liegefläche bzw. der Schlafplatz und hier unten hat man natürlich viel Fläche für Schreibtisch, Sofa oder wie gesagt, wenn man es als Ferienwohnung nutzt, hat man hier noch einen großen Raum, vielleicht für vier Personen oder wenn man sagt zwei Personen, da uns ja noch zwei Schlafzimmer hier oben auf der Etage gegeben sind. Hier ist eine kleine Ankleide. Das heißt klein, es ist eine Ankleide. Klein ist sie nicht. Gerade wenn man im Urlaub ist, natürlich nicht alles in den Koffer lassen möchte, hat man hier die Möglichkeit, alles schön aufzuhängen. Des Weiteren haben wir hier einen Schlafbereich, der für Gäste, für eine Person oder zwei Personen natürlich super genutzt werden kann. Und dann haben wir hier das ehemalige Büro, was man auch noch zu einem Schlafbereich für eine Person ausstatten kann. Jetzt haben Sie ja gesehen, wie viele Treppen wir hochgegangen sind. Wenn Sie natürlich als Gruppe reisen und man kommt nacheinander, muss ja nicht jeder runterlaufen. Darum haben wir hier auch eine Gegensprechanlage. Das heißt, wenn der erste Teil der Gruppe oder der Familie schon da ist, der Rest noch folgt, kann man die Türe von hier oben öffnen. Nachdem man nachgefragt hat, da wir mitten in der Stadt sind, ist die Türe halt unten immer geschlossen. Weil wir haben jetzt nur 10 Minuten vor der Tür gewartet, um Ihnen diese Immobilie zu zeigen. Und die Touristen waren ganz gespannt, weil wann kommt man schon mal in so ein denkmalgeschütztes, geschichtsträchtiges Haus rein? Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, in den letzten Wochen haben wir von PAI Ihnen ja hauptsächlich Einfamilienhäuser oder Wohnungen, kleine Wohnungen zum selber nutzen oder zur Anlage gezeigt.
Wir, die PAI aus Aachen, sind aber auch in der Region der Marktführer im Bereich Anlage, Commercial, Gewerbe. Wenn Sie mal Interesse haben oder Sie haben Interesse, eine Anlage zu erwerben, gehen Sie auf PAI 24 Commercial. Dort sehen Sie alle Anlageobjekte in jeglichen Größen, die wir anbieten. Wir haben allerdings auch Off-Market-Produkte, das heißt, die werden Sie gar nicht im Netz finden. Die bieten wir speziell unseren VIP-Kunden an, die bei uns gelistet sind. Wenn Sie konkret auf der Suche sind, melden Sie sich einfach bei uns. Meine Kollegen Michael Niesen, Alexander van Hasselt, Johanna Ostländer oder auch gerne bei mir. Wir sind für den Commercial-Bereich bei uns tätig. Unser Geschäftsführer John Brünings ist gerne für eine Einwertung, falls Sie nicht kaufen wollen, sondern verkaufen, gerne für Sie der Ansprechpartner. Damit Sie jetzt noch mal kurz das Flair spüren können, was wir hier in Monschau haben, wo mein Kameramann Marco und ich uns jetzt gleich auch reinwerfen, zeige ich Ihnen gerne noch mal die Immobilie von außen. Ich hoffe, Sie konnten einen kleinen Eindruck gewinnen und ich konnte Ihnen den wunderschönen Sonntag ein bisschen versüßen mit dieser Anlage. Haben Sie Interesse? Melden Sie sich auf pai24.de oder kontaktieren Sie uns gerne telefonisch unter 0241 400 870. Ich wünsche Ihnen weiterhin einen schönen Sonntag und freue mich, wenn Sie nächste Woche bei meiner Kollegin wieder einschalten. Ihre PAI.